Grüezi miteinander. Der sogenannte Leitmedienwechsel fordert das Bildungssystem grundlegend heraus und bedingt in verschiedener Hinsicht eine Neuorientierung, halten Beat Döbeli-Honecker und Thomas Merz in ihrem Beitrag zur Standortbestimmung in diesem Bereich fest. Denn eine auf Mediendidaktik eingeschränkte Sicht genügt nicht, um Schülerinnen und Schülern die notwendigen Kompetenzen für eine von Medien- und Informationstechnologie geprägte Gesellschaft zu vermitteln. Nötig sei ein systematischer Kompetenzaufbau, der sich an Mündigkeit orientiert, zumal der Wandel von der Industrie zur Informationsgesellschaft mit der Erfindung des Buchdrucks verglichen werden könne. In diesem spannenden Feld sah unsere studentische Arbeitsgruppe unser Projekt Netzwerke und Datenschutz verortet, in dem sich die Schülerinnen und Schüler der Zielstufe aktiv mit integrierter Medien- und Informatikbildung zu befassen haben. Unsere Projektidee bestand darin, die Schülerinnen und Schüler anhand von lebensnahen Beispielen wie einem U-Bahn-Netz oder dem Netz der Elektrizitätsversorgung an den Begriff des Netzwerks heranzuführen und dabei auch den Datenschutz zu thematisieren, bevor eine summative Lernkontrolle unsere Unterrichtssequenz abschloss. Die wichtigsten Lernziele waren dabei, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur den Begriff des Netzwerks kennen, sondern dass sie auch selbst eigene Beispiele für Netzwerke im Internet recherchieren können. Außerdem sollten sie mit den Grundzügen des Datenschutzes vertraut werden. Zum Aufbau des Portfolios. Auf ein erstes Kapitel zu Theoriebezügen folgt die Begründung der Medienwahl, eine Erörterung der in unserem Projekt zum Zuge kommenden Informatikkonzepte, eine Reflexion meines Kompetenzstandes, ein Feedback zu einem anderen Projekt sowie die Dokumentation unseres Projektplans und eine Reflexion zum Projektablauf. Der Humor kommt in meiner Arbeit leider ein bisschen zu kurz. Dafür befasse ich mich ja auch mit sehr ernsthaften Themen, deshalb tue ich diese Mütze jetzt weg. Zur verwendeten Literatur. Neben einer ganzen Reihe von Websites stützen wir uns in dieser Portfolioarbeit in erster Linie auf folgende Literatur. Ludger Humberts Didaktik der Informatik, Informatikunterricht Planen und Durchführen von Werner Hartmann, Michael Neff und Raimond Reichert, den bereits erwähnten Beitrag zur Standortbestimmung Fachdidaktik Medien und Informatik von Beat Döbeli-Honecker und Thomas Merz, Remembering Emotional Events von Alafair Burke, Friederike Heuer und Daniel Reisberger, sowie als Lehrmittel Connected 3. Ich danke in erster Linie unserem Dozenten, meinen Kolleginnen in der studentischen Arbeitsgruppe und natürlich meinen Schülerinnen und Schülern an der Kreisschule Thal. Ihr seid toll! Tschüss zusammen!